Hallo, was machen Sachen? Ich bin schon lange aus der Schule draußen, aber ich will einfach mal über meine Schulzeit reden, weil das ist mir gerade so eingefallen und ich denke, das ist ein Thema, über das man mal reden könnte, weil ich war speziell, sagen wir es so. Ich war nicht böse oder gemein oder ein Troll oder irgendwie der Klassenclown. Ich war sehr ruhig. Aber ich habe generell nicht so wirklich viel im Unterricht mitgemacht. Eins muss ich dazu sagen. Zum Ersten, ich bin Legastheniker, sprich ich habe eine Leserechtschreibschwäche, eine sehr ausgeprägte Leserechtschreibschwäche. Ich schreibe jetzt immer noch mit meinen 30 Jahren wie ein Grundschüler, obwohl ich jahrelanges Training und Übung hinter mir habe. Wörter machen für mich immer noch absolut keinen Sinn. Es fällt mir sehr schwer zu lesen, zu verstehen, was ich lese und zu schreiben. Vielmehr, welche Buchstaben sind in Wörtern vorhanden und in welcher Reihenfolge sind die? Komplette Katastrophe. Jeder, der mit mir in meinem Chatraum war oder so, der kann bestätigen, ich schreibe wie ein Grundschüler. Ich gebe mein Bestes, aber oft schwierig. Selbst teilweise habe ich, dass mein Handy sich auf Spanisch umstellt, weil es nicht versteht, was ich da schreibe. Weil es denkt, ja, ich schreibe Spanisch, weil Deutsch ist es auf jeden Fall nicht oder Englisch. Muss Spanisch sein. Ja, und ich hatte noch ein paar andere psychische Probleme, was mich zu einem speziellen Kind gemacht hat. Unter anderem eine soziale Phobie. Ich hatte Angst vor anderen Menschen, was in der Schule sehr kontraproduktiv ist, weil man da verschiedene Menschen hatte. Wie gesagt, das war nur meine Hauptproblem. Ich hatte nur, dass ihr so ungefähr einschätzen könnt, ich war ein sehr spezielles Kind. Ich hatte für alles verschiedene Atteste und hatte ein paar extra Freiheiten im Unterricht. Die habe ich natürlich auch ausgenutzt. Und das war für die Lehrer meistens nicht sonderlich gut. Wie gesagt, ich war sehr leise und sehr still. Man sollte ja eigentlich meinen, damit ist man auch eigentlich bei den Lehrern eigentlich ganz beliebt, weil man keinen Ärger macht. Aber ich war so leise und so still, dass es schon an strikter Arbeitsverweigerung gelten könnte, weil ich nichts gemacht habe. Ich habe selten was mitgeschrieben. Ich habe meistens auf mein Zettelchen gemalt. Zumal, dass ich durfte. Ich hatte von einem Psychologen ein Attest bekommen, dass ich zeichnen darf, um mich zu beruhigen. Ich habe sehr viel gezeichnet. Wenn ich was in der Schule gemacht habe, habe ich gezeichnet. Ich habe selten mitgeschrieben, gerade von der Tafel abgeschrieben. Ich habe einen Teil immer mitgeschrieben, weil ich kam auch gar nicht mit dem Schreibtempo hinterher. Gerade dann, wenn es in der höheren Stufen waren, so 8., 9. Klasse, ja, 8., 9., 10. Klasse, dann kam ich einfach mit dem Schrifttempo nicht mit und dann habe ich es irgendwann gelassen. Und habe dann gesagt, das ist ja auch egal, ich mal weiter und krieg's ja eh nicht mit. Ich werde es ja auch eh nie wieder lesen. Weiß ich ja jetzt schon. Wieso was aufschreiben, was ich eh nie wieder lesen werde? Und obwohl meiner strikten Arbeitsverweigerung, ich habe mich nicht gemeldet, ich habe nicht sichtbar irgendwie am Unterricht mitgemacht, hast du mich was gefragt? Habe ich die Antwort gewusst. Du konntest an mir nicht mal ein Exempel statuieren, indem du sagst, ich nehme jetzt die dran, die passt ja eh nicht auf. Ich habe die Frage schon gewusst. Außer es war in Englisch. Englisch hat für mich auch wenig Sinn gemacht. Ich habe Deutsch nicht mehr verstanden. Dann soll ich eine zweite Sprache lernen? Das funktioniert ja schon mal gar nicht, wenn ich mit der ersten überfordert bin. Zumal unsere Englischlehrerin in der 7., 8., 9., 10. Klasse auch nicht wirklich Englischunterricht gemacht hat. Die hat lieber Ausflüge gemacht. Die war da mehr so meine Schiene. Wieso Unterricht machen? Man hat auch viel mehr lustigere Sachen zu tun. Man kann ja irgendwie einen Planetenpfad streichen, man kann ja irgendwie den Park gehen, man kann ja mal Buchenwald gehen, man kann ja mal hier hingehen, man kann ja mal dahin gehen, man kann ja hier was gucken, da was gucken, man kann ja mal in den Wald gehen. Die hatten sehr viele Ausflüge mit uns gemacht. Kleine, große. Ja, wir waren unterwegs und wenn es dann doch mal irgendwie nicht ging, hat sie irgendwas von Gott und der Welt erzählt, aber relativ wenig Unterricht gemacht. Sie hatte in den Abschlussklassen so wenig Unterricht gemacht, dass sie einfach die Noten von der 8. übernommen hatte. Also 10. Klasse war Realschule, war Abschlussklasse für mittlere Reife. Das war eine Abschlussprüfung und halt ein Zeugnis. Und sie hatte einfach zu wenig sich aufgeschrieben für Benotungen, dass sie uns offen gesagt hat, ja, ich habe ja gar nichts, wie ich euch benoten soll oder zu wenig. Ich nehme jetzt einfach die Noten aus der 8. Stufe, ist das okay? Hat natürlich keiner Nein gesagt. Wieso auch? Müssten wir ja dann irgendwie Unterricht machen oder so. Ja. Meine Schule war nicht die beste Schule. Ich war auch nicht wirklich die beste, ja, Mitschülerin. Ich war auch eins von den Kindern, das halt sehr gemobbt wurde, weil ich anders war wie alle anderen.
Seit ich habe in der Schule mein Maul aufgekriegt, ich war so der Boxsack von allen, ich war der Depp vom Dienst. Was die Situation nicht wirklich besser gemacht hatte. Ich habe es aber dann doch irgendwie geschafft zu bestehen. Irgendwie habe ich mich dann doch durchgemogelt. Eigentlich mit einem recht okayen Zeugnis. Eventuell hat meine Legasthenie auch damit geholfen. Da ich einen starken Fall von Legasthenie hatte, hatte ich auch wieder da Sonderrechte, Extrarechte. Man durfte bei mir nichts bewerten anhand der Schrift. Also alles, was in Schriftform vorgetragen wurde oder mir eine Frage in Schriftform gestellt wurde, die ich in Schriftform beantwortet wurde, durftest du die Schriftform nicht benoten. Nur das Ergebnis. Ist jetzt am besten bildlich zu machen in Mathe, hattest du in Mathe eine Textaufgabe. Und wir hatten wirklich eine Lehrerin, die dann so, das ist nicht mein rechten Weg, also ist es falsch. Und ich habe aus Prinzip alles in der Gleichung gemacht und das fand sie doof. Aber Gleichungen waren da zu dem Zeitpunkt mein Ding. Ich habe alles, was nur ging, in Gleichungen gesetzt. Auch Textaufgaben. Aber da durfte sie es nicht benoten. Da durfte sie nicht sagen, es ist der falsche Weg, weil sie durfte nur das Ergebnis benoten bei allem, was schriftlich war. Es durfte nur das Ergebnis benotet werden, wie ich dazu gekommen bin. Ich hätte es mir aus der Nase ziehen können. Egal. Es darf nicht benotet werden. Ich habe einen Weg hingeschrieben und das passt. Das Ergebnis ist richtig, also kriege ich dafür volle Punktzahl, weil man es nicht benoten darf. Sehr absurd. Wir hatten auch teilweise dann, ich glaube, so ab der 9. Klasse wurde es eingefügt, dass alle Legastheniker anstatt ein Diktat einen Lückentext kriegen und sie halt das Diktat als Lückentext haben und sie müssten nur die verschiedenen Wörter ausfüllen. Selbst daran bin ich gescheitert, weil ich nicht mitgekommen bin mit dem Lesen, wo ich hinschreibe, also wo ich das Wort hinschreiben muss und habe dann halt mehr so Lückenschätzen gemacht, welches Wort könnte in die Lücke passen, weil ich einfach den, ich bin trotzdem nicht mitgekommen. Weil das Gemeine an der Legasthenie ist ja, dass man Probleme hat, auch zu verstehen, was der Text einem sagt. Man kann einen Text lesen, aber man versteht den Inhalt nicht. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man mitkommen soll, bei irgendwas zu lesen und man nicht weiß, wo man ist. Bei so Vorleseübungen habe ich dann immer abgezählt, wie viele Leute sind noch vor mir dran und habe mir meinen Absatz genommen und durchgelesen, zigmal durchgelesen und gehofft, dass ich mich nicht verzählt hatte oder dass die Lehrerin nicht irgendeine überspringt oder jemanden zwei Zeilen lesen lässt. Dann war ich aufgeschmissen. Man hat auch da nicht wirklich viel geholfen. Es gab bis zur 7. Klasse noch extra Deutschunterricht, sprich ein oder zwei Stunden mehr in der Woche. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, hat man mehr Deutsch gehabt und dann hat man separaten Unterricht gemacht. Man hat nicht den Deutschunterricht weitergeführt, weil da drei verschiedene Klassen zusammengeschmissen wurden und alle drei Klassen waren an einem anderen Punkt und man konnte dann halt nicht zusammen irgendwie weitermachen, sondern man hat halt random irgendwas anderes gemacht. Was halt jetzt alles andere ist als optimal. Immerhin hat man irgendwie versucht, was zu machen. In der Grundschule war es ein bisschen besser. Ich war erste, zweite Klasse zu der Zeit in der Dorfschule. Ich war auf einem kleinen Dorf und da gab es auch eine Dorfschule. Da war pro Klasse irgendwie 7 Kinder oder maximal 10. Und wenn ich, glaube ich, dort die Lehrerin, wenn die nicht so dedicated war, hätte ich wahrscheinlich bis zum heutigen Tag nicht lesen können. Sie war auch diejenige, die halt tatsächlich gesagt hat zu meinen Eltern, wir müssen unbedingt da mal gucken. Die versteht Buchstaben nicht, dass ich halt Legasthenie habe. Und dementsprechend hat sie sich dann halt auch sehr, sehr gut mit mir hingesetzt und hat mir allein schon die ersten Buchstaben geübt. Das hat ja schon teilweise an den Buchstaben bei mir gescheitert. Und ich glaube, wenn ich diese Lehrerin nicht hätte, würde ich bis heute nicht wirklich schreiben können. Ich meine, ich kann jetzt immer noch nicht gut schreiben. Ich schreibe wie ein Grundschüler. Aber ich kann immerhin schreiben. Man kann verstehen, was ich will. Meistens zumindest. Manchmal denkt mein Handy als Spanisch, aber ist auch okay. Ja. Ich war kein guter Schüler. Oder kein Vorzeigeschüler, wie man es gerne hätte. Das Problem ist ja immer, was ich ein starkes Problem in Schulen finde, es wird zwar immer wieder beworben, wir lernen dich, wie man lernt, aber das meiste, was man in der Schule lernt, ist Abschreiben. Und so habe ich nicht gelernt. Zumal mit Legasthenie habe ich eh nicht verstanden, was ich abschreibe. Ich kann jetzt mal nicht hinterher. Mit Schreiben generell habe ich nie lernen können. Es ging nicht. Ging nicht in meinen Kopf rein. Ja. Und so viel zu lernen, lernen. Wir lernen dich zu lernen, aber du darfst nur abschreiben. Ich lerne tatsächlich viel besser durch Hören oder halt durch einfach Trial and Error. Ich probiere dann einfach und wenn ich sehe, es funktioniert nicht, weiß ich, dass diese Option nicht funktioniert, probieren wir die nächste.
So, das ist so meine Option zu lernen, aber das sind so Sachen, die man in der Schule eigentlich selten macht. Dass ich probiere einfach mal und wenn es klappt, klappt es und wenn nicht, nicht. Ist eine höchstens eine Sache, die man machen kann in so Handwerksdingern, wie jetzt in Werken oder Handwerksunterricht, wenn man näht oder kocht und dann entweder funktioniert das, wie man es macht, oder es funktioniert nicht und man probiert es anders. Aber dem Rest der Klassen ist dann halt so, ja, nee, musst du abschreiben und das dann dir merken. Super, danke schön. Hat super funktioniert. Teilweise frage ich mich, wie ich die Schule überhaupt bestanden habe mit meinem strikten Weigern am Unterricht mitzumachen, dementsprechend schlecht waren meine mündlichen Noten. So gut wie gar nicht vorhanden. Immerhin wusste ich größtenteils, was im Unterricht teilgenommen wurde. Nur war ich dann auch wieder zu faul, das großartig zu machen. Auch Hausaufgaben war so ein Ding, mehr so Genies Kiste. Wenn du nicht spezifisch mir gesagt hast, was die Aufgabe ist, habe ich das frei interpretiert. Und dann habe ich das so frei interpretiert, dass es für mich möglichst wenig Arbeit ist. Ich habe es ja technisch gesehen gemacht. Ist ja dein Problem, wenn du mir nicht genau gesagt hast, was ich machen soll. Also ein Shit habe ich gebracht. Ja. War schon. Ich war bestimmt kein guter Schüler oder kein angenehmer Schüler. So strikte Arbeitsverweigerung. Du kannst aber auch nichts dagegen tun, weil es ja alles ärztlich belegt. Doof gelaufen. Und dann weiß die auch noch einen Großteil von dem. Solange es nicht irgendwie aufschreiben musste. Ja. Schlechte Schule, schlechte Schüler. Ja. Das ist schon seltsam. Aber selbst ich habe es irgendwie geschafft. Ich bin durch die Schule gekommen. Ich habe dann noch Berufsschule gemacht, das war dann viel besser. Da konnte ich dann nämlich frei entscheiden, wie ich was lerne. Und habe erst den Einzelhandelskauffrau gelernt. Nee, erst habe ich Verkäuferin gelernt, mit 1,6 bestanden. Und dann habe ich gesagt, ach komm, hängst du den Einzelhandel hinten noch dran. Ich habe erst dafür meinen Ausbildungsbetrieb bequatschen müssen und auch den IBS-Maßnahme, weil ich über eine Arbeitsmaßnahme da war, über das Arbeitsamt, und die haben mir quasi meine Ausbildung bezahlt, bequatschen würde, dass ich dann halt gerne doch noch das da ja dranhängen würde. Das war eigentlich nicht so vorgesehen, eigentlich nur Verkäufe war vorgesehen, aber das haben dann doch bequatschen können, weil ich ja gute Noten hatte, dass ich das Einzelhandelskauffrau ja noch dranhängen könnte. Hab das dann vorgezogen, also wurde aus dem Jahr noch ein halbes Jahr. Ohne Lehrerin, weil die kam auf die Idee, die Klassenlehrerin zu machen, eine Frau, die hochschwanger ist. Die Frau war dann im sechsten Monat schwanger, da macht man die natürlich zur Klassenlehrerin und wundert sich dann, dass man keinen Ersatz bereitstellt und dass die Lehrerin aufgrund ihrer Schwangerschaft dann halt doch nicht mehr da ist, nach einem Monat oder so. Und dann hatten wir den Rest des Jahres, oder ich hatte den Rest des Halbjahres, also die restlichen paar Monate, einfach keine Lehrerin, weil man es nicht geschafft hat, irgendwie einen Ersatz zu finden. Es kam dann immer morgens einer rein während der Unterrichtszeit, man hat dann abgehakt, sind alle vorhanden. Und dann kam der dann den Nachmittag, wenn Unterricht fertig ist, nochmal das zweite Mal rein und hat geguckt, ob auch noch alle da sind. Wir sind natürlich alle ganz brav da geblieben. Wer es glaubt, wird selig. Wir sind natürlich dann alle, bis auf einer, meistens war es ich, weil ich einfach viel zu faul war, dann halt rumgelaufen. Ich habe mir dann meistens dafür, dass ich auf die Taschen aufpasse, war dann der Deal, ihr bringt mir was zu essen mit, ich packe auf die Taschen auf und bleib halt hier und habe mir meinen Laptop genommen und hab gezockt. Nebenbei natürlich auch gelernt, aber ich hatte den Stoff sehr schnell drinne. Also ich muss auch dafür sagen, als Verkäufer und Einzelhändler, du lernst nicht sonderlich viel. Wenn du dich dran setzt und ein bisschen Motivation dagegen hast, kannst du das alles sehr schnell lernen. Und hatte dann auch mit 1,8 so vorgezogen abgeschlossen und die Kiste war gegessen. Ja, und dann hatte ich ja angefangen zu studieren, hatte da eine Katastrophe. Bin erst sehr, sehr krank geworden. Hab dann weitermachen müssen. War dann halt timingmäßig schlecht, weil ich noch zu krank war. Hab das erste Mal nicht geschafft, den Abschluss. Hab dann halt eine Pause zwischendrin gemacht, dass ich mal gesund werde. Und hab dann es nochmal probiert und hab dann halt auch als Games Artist das Studium abgeschlossen. Als Diploma. Bachelor habe ich da nicht gemacht. Das war dann doch zu teuer. Ja, und jetzt bin ich hier. Auf YouTube. Das waren so meine Schulerfahrungen. Ich habe einfach mal noch Kurzfassung Berufsschule und Studium rangeholt. Weil das war. Vielleicht mache ich nochmal extra Teil zur Berufsschule, weil meine Ausbildung halt auch absolut absurd war. Allein wie die zustande gekommen ist mit diesem IBS-Maßnahme von der, ja, vom Arbeitsamt finanzierte Ausbildung. War auch wild, was da passiert ist. Lehrerin, hochschwangere Lehrerin im dritten Lehrjahr. Dann war die nicht da. Ja. Aber so viel zu meinem schulischen Werdegang.
Bis jetzt. Wer weiß, ob noch was kommt. Vielleicht studiere ich noch mal irgendwas anderes oder so. Mach ewiger Student oder was weiß ich. Wer weiß, was kommt. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören. Wie war eure Schulzeit? Oder seid ihr noch in der Schule? Wie ist es gerade so? Seid ihr vielleicht aufmerksamerer Schüler wie ich, der einfach strikte Arbeitsverweigerung hat? Ja, oder seid ihr vielleicht doch der Klassenclown oder so? Oder habt ihr auch schon abgeschlossen und Schule ist für euch längst vorbei? Schreibt mal in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.